Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Da fehlt ein Klangstab. Der Red Key? Ja, das ist Absicht. Der Computerkern ist Sperrgebiet. Nur Fachkräfte mit dem pölserroten Klangstab haben Zutritt. Aber glaub mir, da willst du sowieso nicht hin. Furz langweilig ist es da. Was die Peter wohl dazu sagt? Die erinnert mich an meinen letzten Zahnarztbesuch. Ich hatte einen Bohrer und etwas Lachgas mitgehen lassen. Am nächsten Tag wurde ich aus dem Kindergarten geworfen. Das hat man davon. Sag mal, das war Fistubanause. Das Viertel geht wirklich langsam den Bach runter. Das Viertel geht... Wollen wir noch einmal Turtelgrau probieren? Aber Schatzi, Spatzi, wir hatten doch schon gesagt, dass uns das zu duster wird. Vielleicht holt ihr noch eine Expertenmeinung ein. Huch, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Tja, ich bin wieder Klimawandel. Aber ihr könnt mich auch Rufus nennen. Du bist ja ein richtiger Spaßvogel. Ich bin Henna. Und das dort ist mein Mann Tanner. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Nestbau. Wir finden einfach nicht die richtigen Gardinen. Die Weichkopf-Memmschals haben diese tollen Früheinfädler. Aber das Muster ist uns zu wenig Biedermeier. Die Hängeschwanzschlafflappen hingegen sind schön kleinkariert. Dafür darf man sie nicht warm duschen. Tja, mit der Ehe kommt die Krise. Ach nein, nichts kann unsere Liebe überschatten. Außer vielleicht die richtigen Gardinen, wenn wir sie für ein Schmusi-Wusi-Stündchen zuziehen. Boah, wie wär's mit Gänsehaut? Die kriege ich nämlich, wenn ich die beiden so reden höre. Gänsehaut gibt es leider nur in den Farben Einhornkotze und Schleimbeutel. Vielleicht müssen wir uns doch noch weitere Muster kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich finde, die Auswahl passt zu euch. White Key? Da wurde wohl bei der Übersetzung geschlampt. Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Ein Streichelzoo. Bedürfnisse haben die Leute. Ein Streichelzoo. Bedürfnisse haben die Leute. Inspektor Gizmo hat den Kuwak auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man erst Hitze erzeugen. Vorher gehen die nicht an. Aua, heiß! Was für eine Weichbirne! Gibt es denn hier keine richtigen Verantwortlichen? Bist du einer von den Ältesten? Ja.
Aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Alles hier erinnert mich an Goal. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Bald ist die rosafarbene Stampede komplett. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Ob das einer dieser Ältesten ist? Alt ist er jedenfalls schon mal. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Wurstthings Wurst. Der Automat für Ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Hey, das funktioniert ja tatsächlich. Alles ist besser als Wurst. Wurscht, das ist schon Wurscht. Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Aua, heiß! Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Obwohl... Hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Es ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Na, wer sagt's denn? Rot wie Tacks Nase am Schlammkuchenfest. Versteh einer diese Elysianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. So viel zum Grüne-Wiese-Ansatz. Zurück zum altbewährten Verbrannte-Erde-Prinzip. Et voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami.
Der schon wieder. Im Moment ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das Tolle daran, du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Game-Code-Datasette angelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Hurra! Suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, bist du schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G, Doppelpunkt. Da fängst du doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Physikalisch gesichert. Das eine merke dir. Nichts, lieber Ron, ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Aua, was tust du? Ich räume hier auf. Das tut wirklich weh. Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber... Leistungsfähigkeiten oder Empfindungsfunktionen auslotest. Hab ich gern gemacht. Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es so nennen willst. Warum? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. Was? Was tust du denn da? Mir wird mit einem Mal so... Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Mir ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Wusch, alles weg. Aber hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur Ballast. Dienstbotsteuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer's braucht? Ausgestorbene Tierarten? Ja, sicher. Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Piep. Siehst du? Halb so wild. Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Leer. Ratzefatze. Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja. Warte kurz. Piep. So, 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Wie jetzt? Echt? Na klar, ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne, trink! Wasservorräte werden abgelassen. Party! Wuhu! Ah, du schon wieder. Was gibt's? Haha, ich habe 10.000 Spaßpunkte. Wow, Glückwunsch. Zu dumm, dass die Ältesten gerade mit Serviceproblemen in der Chill-Out-Zone zu kämpfen haben. Aber keine Bange. Sobald sie die Fehler beseitigt haben, bekommst du deine Audienz. Und dann gibt es auch frischen Zopfkuchen. Ein bisschen weniger. Wer wird denn gleich rot werden? Wie meinen? Du hast Scharlachhaut. Du leidest unter Hydrantenpigment. Du bist rot wie ein Pölser. Oh je, wie peinlich. Korrekt. Schäm dich.
Mal angenommen, jemand hätte Ronnys Datenbank gelöscht. Wäre das sehr schlimm? Keine Sorge, mein Junge. Das kann nicht passieren. Da müsste ja jemand vorsätzlich im Computerkern einbrechen und die Festplatte manipulieren. Und so dumm ist nun wirklich niemand. Oder so waghalsig gerissen und tollkühn. Nein, ich meinte schon dumm. Immerhin würde er riskieren, ganz Elysium zu zerstören. Halt die Schnauze. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job.